Hallo und herzlich willkommen. Heute haben wir hier eine ganz besondere Pflanze, die haben wir schon seit letztes Jahr April und da habe ich glücklicherweise einen kleinen Clip von gedreht, zeige ich euch gleich. Das ist eine Zierkirsche, eine Prunus in Kisa Koyu Mai. Mai finde ich total klasse, Mai, ne? Monat Mai, hört sich interessant an. Auf jeden Fall ist es eine sehr schöne blühende Zwergzierkirsche und wie gesagt, ich zeige euch mal eben den Clip, wie sie denn blüht. Und gekauft haben wir uns diesen hübschen Strauch, damit wir daraus einen Bonsai machen können. Hat letztes Jahr leider nicht mehr geklappt aus zeitlichen Gründen, von daher ist im Topf drin geblieben. Und das werden wir dieses Jahr auf jeden Fall machen. Aber zunächst einmal, da so prächtig gewachsen ist auch, werden wir uns davon erstmal Stecklinge machen. Und ich überlege zeitgleich eine Abmosung zu machen und die Bonsai-Gestaltung dann eventuell aufs nächste Jahr zu verschieben. Aber ich bin mir da noch nicht ganz sicher. Auf jeden Fall werden wir im ersten Schritt erstmal Stecklinge davon machen. Und wie das geht, das zeige ich euch jetzt mal. Zunächst mal zeige ich euch die einjährigen Triebe in Nahaufnahme. Man sieht, dass sie sich also sehr schön verzackt wachsen, ein bisschen verdreht. Das ist also sehr interessant bei dieser japanischen Kirsche, was das auch zur Gestaltung später zu einem Bonsai sehr interessant macht. Und man sieht jetzt auch schon, dass die Blütenknospen kurz vorm Ausbruch sind, dass die also jetzt bald anfangen zu blühen. Das wird nicht mehr lange dauern. Und da ist jetzt wirklich höchste Eisenbahn, dass wir jetzt die Stecklinge schneiden. Zunächst mal zeige ich euch, wie man einen einjährigen Trieb unterscheidet von einem zweijährigen. Also der fängt hier an und der geht bis hier. Also hier kann man den Unterschied sehr deutlich sehen. Der obere Teil ist noch hell und der untere Teil dunkel, also wesentlich dunkler. Und dort ist das zweijährige Holz und hier, wo es heller ist, hier oben, fängt dann das einjährige Holz an, was wir uns zur Vermehrung jetzt abschneiden. Ganz wichtig zu erwähnen ist jetzt noch, wir schneiden uns die dicksten Triebe heraus, also nicht so ganz dünne Zweiglein, sondern wirklich die am kräftigsten gewachsenen. Wir können jetzt ruhig ein kleines Stück zweijähriges Holz mit abschneiden, denn wir müssen die Triebe gleich noch nachschneiden bzw. zurechtschneiden. Von daher schneiden wir ein kleines Stück zweijähriges Holz mit ab. Und wie gesagt, wir nehmen nur das dickste Material. Jetzt muss ich natürlich ein bisschen darauf achten, dass ich nichts wegschneide, was ich eventuell später mal gebrauchen kann für die Bonsai-Gestaltung, wobei ich mir noch nicht ganz sicher bin, ob ich den wirklich richtig klein schneide. Also die sind wirklich interessant gewachsen. Also das ist echt total genial. Wenn man den jetzt schon mal bewurzeln könnte, das wäre schon eine interessante Geschichte auf den späteren Bonsai. Aber wie gesagt, alles zu seiner Zeit. Ja, ich habe ihn damals gekauft, als er geblüht hatte. Hätte ich ihn die Blühen sehen, hätte ich ihn wahrscheinlich gar nicht gekauft. Aber er stand blühend drinnen, beziehungsweise im Geschäft, und dort habe ich ihn dann sofort in Augenschein genommen und gesagt, der muss auf jeden Fall mit, denn das ist als Bonsai wirklich eine sehr schöne Geschichte. Sehr kleine Blüten, schöne Blüten, helle Blüten und auch die Wuchsform ist sehr bizarr und von daher auch im Winter sehr attraktiv. Von daher ist er also wirklich genial geeignet als Bonsai. So, dann würde ich sagen, schneiden wir Steckling jetzt mal eben zurecht. Dann kommen wir zum eigentlichen Schnitt. Wie gesagt, hier sieht man nochmal das zweijährige Holz, was hier dran ist. Und hier werden wir jetzt bei dieser Knospe hier einmal unterhalb gegenüberliegend das Messer ansetzen. Etwa so einen halben Zentimeter, einen Zentimeter. Und dann mit einem Ruck das Ganze abschneiden. Und jetzt schneiden wir das auf einer Länge von etwa 7 bis 10 Zentimetern. Je nachdem, muss man halt gucken, wie es am besten geht. Beziehungsweise von der Pflanze auch passt. Hier haben wir jetzt so, 8 cm, das passt. Also ich mache es natürlich Pi mal Daumen, ich zeige euch das nur, damit ihr dann in etwa wisst, wie lang eure Stecklinge dann sein müssten. Also hier haben wir jetzt, wie gesagt, etwa 8 cm. Etwa, wie gesagt, ich mache das Pi mal Daumen. 7 bis 10 sagt man in der Regel. Dann schneiden wir jetzt oberhalb über der Knospe einmal ab. Und damit ist der Steckling soweit fertig. Die unteren Knospen, die machen wir ab, die jetzt im Boden reinkommen. Denn die brauchen im Boden nicht anfangen zu blühen, dann würden sie faulen. Und von daher machen wir die auf jeden Fall ab und lassen die obersten beiden Knospenpaare hier, die lassen wir stehen.
So, hier haben wir jetzt auch eine Knospe, eine kleine, die noch nicht offen ist. Dort wird sich später nur grün raus entwickeln, also ist jetzt keine Blütenknospe. Und auch hier schneiden wir jetzt gegenüberliegend, leicht schräg das Ganze zur Knospe hin ab. Und dann, wie gesagt, ich mache das jetzt Pi mal Daumen, etwa hier schneide ich mir den dann jetzt ab. Und damit ist der Schneckling dann jetzt so auch fertig. Ich denke mal, das reicht dann auch jetzt zum Vorzeigen. Wie gesagt, die untersten Knospen hier, die werden abgemacht, damit uns das Ganze nicht anfängt, im Boden zu faulen. Hier haben wir jetzt die normal geschnittenen Stecklinge und hier sind diese Stecklinge, die schon gebogen sind. Die möchte ich mal versuchen zu bewurzeln, ob das funktioniert. Das weiß ich jetzt noch nicht, aber wir probieren es einfach mal. Wie genau, das weiß ich jetzt auch noch nicht. Da fällt mir aber gleich bestimmt noch irgendwas dazu ein. Denn das wäre doch echt genial, wenn man die in dieser Formart schon direkt bewurzeln könnte. Ja, würde ich sagen, jetzt behandeln wir die noch eben. Auch hier machen wir einen Vergleichstest. Die lassen wir jetzt ohne Hormone und die wir jetzt mit dem Pinsel bestreichen bzw. jetzt mit Hormonen behandeln, die haben wir halt mit Hormonen behandelt, lol. Damit wir auch hier einen Unterschied haben, beziehungsweise sehen, ob es auch ohne Hormone geht. Ich gehe nicht davon aus, dass es ohne Hormone geht. Also die Zierkirschen, die tun sich da doch ein bisschen schwer. Lol, hier habe ich die Augen gar nicht abgemacht. Kommt so mal an die Seite. Also es ist dann doch wichtig, denke ich mal, auch für uns zu erfahren, ob es tatsächlich ohne Hormone geht. Aber wie gesagt, ich glaube es nicht. Auf jeden Fall haben wir dann einen Vergleich. Lalalala, was immer ganz wichtig ist. Denn wir lernen hier alle aus Erfahrungen, die wir mit der Zeit sammeln. Das Ganze lassen wir jetzt 5 Minuten, vielleicht auch ein bisschen länger, spielt keine Rolle großartig. Natürlich auch nicht zu lange, aber so 5 bis 10 Minuten können wir das Ganze einwirken lassen und dann kommen die Stecklinge gleich im Boden. Und diese Stecklinge, die werden wir natürlich mit Hormonen behandeln, ganz klarer Fall. Auch so 2-3 cm einstreichen und dann einwirken lassen. Dann bereiten wir jetzt das Substrat vor. Wir haben hier eine Schale, da habe ich jetzt das Substrat schon locker reingefüllt. Da sind Löcher unten drin. Und hier ist eine Schale ohne Löcher. Da stelle ich die jetzt rein. Da das Substrat relativ trocken hier ist, müssen wir das jetzt erstmal anfeuchten, bevor wir stecken. Damit die Stecklinge bzw. Steckholz dann auch entsprechend Halt bekommt und wir das Ganze wirklich schon komplett durchnässt haben. So, das Ganze lassen wir jetzt erstmal 2-3 Minuten einziehen und dann kommen die Stecklinge da rein. Dann kommen wir jetzt zum Stecken. Wir haben hier einen schwarzen Strich und hier kommen dann jetzt die Stecklinge rein, die wir mit Hormonen behandelt haben. Natürlich achten wir darauf, dass wir hier jetzt nicht kopfüber reinstecken. Wir können sie also wirklich bis auf den Boden stecken hier. Das Substrat habe ich jetzt nicht mehr angedrückt oder so. Wir hatten es vorhin nur feucht gemacht, damit uns das Substrat schön locker bleibt beim Kokos. Bei der Kokoserde ist das einfach nur genial. Wenn man hier drauf drückt, ist es fest, also nicht mehr locker, also richtig drücken kann man hier auch nicht mehr. Es ist also auch nicht patschenass, das darf es natürlich auch nicht. Das ist ganz, ganz wichtig. Und jetzt kommt gegenüberliegend, stecken wir jetzt die Stecklinge rein, wo wir ohne Hormone behandelt haben. Und lassen uns mal überraschen, ob die denn auch bewurzeln. Manche Leute sagen, man kann die auch kalt bewurzeln. Wird ein bisschen schwierig werden, denn wenn es Frost draußen gibt oder so, dann gehen sie kaputt und noch später stecken, das wird dann auch ja, ein bisschen schwieriger, weil wie gesagt, dann haben sie schon Laub und dann ist das Ganze nicht mehr ganz so einfach. Von daher machen wir das jetzt warm, behalten die also in der Wohnung und dort werden die warm stehen, damit sie relativ schnell Wurzeln machen. Ansonsten müssen wir viel zu lange warten und wie gesagt, im kalten Boden, also da sollten die nur wirklich zögerlich oder fast gar keine Wurzeln machen. Und zu guter Letzt werden wir jetzt noch die Stecklinge stecken, die etwas größer sind. Unsere Testobjekte, muss ich gucken, weil die jetzt so gebogen sind, wie ich die am besten reinkriege. Ist gar nicht so einfach. Dann tun wir ein bisschen hier an. Und zu guter Letzt den noch und stelle ich ein bisschen schräg rein. Der hier noch reinpasst. Gucken, dass sie gut festsitzen. Ganz leicht andrücken nur.
nicht bombig drücken, sondern ganz leicht, sodass sie Bodenkontakt haben, das ist vollkommen ausreichend. Damit werden wir das jetzt auch mit diesen Stecklingen durch. Einmal kurz einsprühen noch, Deckel drauf, damit wir hier eine entspannte Luft haben. Das Ganze werden wir dann jetzt mit Wäscheklammern festmachen, damit also wirklich das Ganze relativ luftdicht abgeschlossen ist. Und das Ganze werden wir einmal am Tag lüften, wie alle anderen Sachen auch, damit auch wieder Sauerstoff reinkommt. Gibt es jetzt noch irgendwas Wichtiges zu sagen? Ja, wie gesagt, einmal am Tag lüften und dann warten wir jetzt einfach, wie sich das Ganze entwickelt. Wie lange es dauert, dass die Wurzeln bilden? Und wie gesagt, wir stellen sie warm auf der Heizung. Man könnte sie eventuell auch bei Zimmertemperatur bewurzeln, aber wie gesagt, wir stellen sie auf der Heizung, um zu gucken, ob es dann da doch eventuell besser ist. Ja, wie gesagt, also Zierkirschen lassen sich sehr schwer durch Stecklinge vermehren, auch Blutpflaumen und dergleichen. Von den Blutpflaumen werde ich auch nochmal Stecklinge machen, um das auszutesten, ob das dann funktioniert auf der Heizung mit Wärme. Auf jeden Fall ist es so besser. Wichtig ist halt, dass man Substrat hat, das Wasser zwar speichern kann, aber es darf nicht pitschenass sein. Das darf es auf gar keinen Fall. Es muss also schon so sein, dass ausreichend Feuchtigkeit da ist, es aber nicht, wie gesagt, triefend nass ist. Denn dann verfaulen die mit Sicherheit. Aber jetzt warten wir es mal ab, wie sich das Ganze entwickelt. Ja, und dann geht es natürlich mit dem Großen hier weiter. Ich bin noch nicht ganz sicher. Soll ich jetzt erst eine Abmoosung machen oder soll ich sofort einen Bonsai draus machen? Wenn ich einen Bonsai draus mache, bleibt sowieso nicht viel übrig, wie ihr wisst. Und ja, ich bin mir noch nicht ganz schlüssig. Ich denke mal, ich werde erstmal eine Abmoosung durchführen, damit wir sehen, ob das auch funktioniert. Denn Bonsai können wir immer noch draus machen und gegebenenfalls, wenn unsere Stecklinge hier anwachsen, haben wir auch Material, um uns neue kleine Bonsai heranzuziehen. Denn die sind an Bonsai wirklich sehr, sehr hübsch. So, ich denke, wir haben jetzt alles. Bei dem muss ich mir noch was einfallen lassen hier. Da habe ich nämlich keinen zweiten passenden Behälter. Ich denke mal, da werde ich eine Tüte nehmen und den in eine Tüte reinstellen. Gegebenenfalls nochmal im Geschäft gucken, welche Obstsorten da drin waren. Hole ich mir noch einen zweiten Becher davon. Aber erstmal in der Tüte stellen, damit die Luftfeuchtigkeit eben auch gegeben ist. So, ich hoffe, euch hat der kleine Film gefallen und wir sehen uns in einem der nächsten Filme mal wieder. In dem Sinne, euer Detlef Römisch. Bis dann. Ciao, ciao. Ja, geh mal. La 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 la.